Hallo ihr Lieben, Stefans Musikworkshop ist wieder da und die neue Saison beginnt mit einer Begegnung mit einem Gast. Ich habe heute Nicola hier. Nicola war ein Jahr lang FSJlerin hier bei uns am Orchester und Theater. Und darf ich das so sagen, Nicola kam hierher als jemand, der mit klassischer Musik nicht geglaubt hat, jemals was am Hut zu haben. Absolut richtig. Richtig? Ja. Also genau. Das war eine ganz andere Welt. Jo, deine Welt was ist im Moment ein Chart-Hit? Also ich höre eigentlich ziemlich viel, was das angeht, aber was ich im Moment ziemlich gut finde, ist von Robin Thicke dieses Blurred Lines. Das und jetzt, ich jetzt cool. Werden wir gar nicht erst so tun, als ob ich das jetzt erst erfahre, weil ja. Ich habe es nämlich da. Oh. Ja. Und was du nachher erleben wirst, ist, dass du nachher plötzlich das Stück auf dem Klavier mitspielen können wirst. Okay. Ja? Müssen wir den Leuten sagen, Klavierspielen ist nicht dein Ding, ne? Gar nicht. Nee. Also da bin ich... Nicht fähig. Ja. Gar nicht. Ja, aber gleich sozusagen vermitteln wir mal, wie einfach das sein kann. Einfach ja, das bin Gefühl, ich gespannt. Mitmachen zu dürfen. Mhm. Wie war das? Du kamst hierher als jemand, der gesagt hat, oh, klassische Musik, was wird das? Und dann, ich habe es ja beobachten können, ein Jahr lang. Wir sind uns ja ziemlich am Anfang begegnet. Irgendwas ist passiert, ne? Oh ja, ist einiges passiert. Also erste Probe war für mich, einfach nur mal auszuprobieren. Ich habe mir gesagt, ich bin hergekommen. Ich gucke mir alles an, was geht. Ich nehme alles mit, was geht. Und also war das Orchester und so auch mit dabei. Mhm. Und dann bin ich zur ersten Probe gekommen, ohne Erwartungen, ohne gar nichts. Und sobald da die erste Geige oder sonst was zu spielen angefangen hat, da war ich komplett überwältigt. Aha. Also mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Mhm. Ich kannte ja so Stücke eigentlich nur irgendwie vom MP3-Player oder so, Live-Konzerte oder sowas war ich auch nie. Hast du manchmal Klassik gehört so? Versehentlich, ja. Das ist schon, ja. Aber jetzt nicht wirklich. Ja. Also was ist das? Warum zieht es dich oder hat es dich nicht gezogen in Konzertsäle oder überhaupt so dahin? Naja, ich war da ziemlich voreingenommen. Ich dachte mir halt immer so langweilige klassische Musik, gerade zum Einschlafen, nur die alten Leute gehen da hin. Und was soll da als junger Mensch, was soll man da machen? Also, und da habe ich auch gar nicht weiter drüber nachgedacht. Also war für mich eigentlich abgeschlossenes Thema. Ja. Und das war dann umso überwältigender, da jetzt herzukommen und das dann zu sehen, dass es überhaupt nicht so ist. Also, dass das nichts mit dem Alter zu tun hat oder so. Das einfach gerade diese in einem Konzertsaal gerade live das zu hören und dann zu sehen, okay, jetzt setzt da wer ein oder da ein und man weiß, okay, da kommt der Ton her. Ja. Und dann fühlt sich das alles zusammen. Das ist einfach geil. Also, hast du irgendwelche Stücke in Erinnerung, wo du jetzt dich erinnerst, dass das so welche waren, die... Ach, wo du sagst, ja, das ist jetzt... Das die Moldau. Die Moldau. Von Friedrich Smetanau. Entweder genau. Bedrich, das ist tschechisch, oder Friedrich. Ah ja, okay. Deutschen sagen. Also das Stück, das war ja auch eins mit der ersten... Soll ich dir zeigen, wie du die erste Melodie auf dem Klavier spielst, als jemand, der noch nie ein Klavier gesehen hat von vorne? Ja, pass auf, Moldau. Das ist dann... Wunderbar. Sei so nett, leg mal deine rechte Hand mit dem Daumen auf den Ton, der rechte von den zwei schwarzen Tasten. Mhm. Und deinen kleinen Finger auf die weiße Taste, die rechts neben den drei schwarzen Tasten ist. Die hier. Du kannst ruhig ausstrecken, die Finger. Die weiße. So. Mhm. So, schlag mal zusammen an. Das sind die beiden Töne, zwischen denen sich die Melodie bewegt. Mit dem fängt sie an, mit dem hört sie auf. Okay. Und jetzt hast du, wenn du einfach nur guckst, wo die Finger sowieso von alleine schon liegen. Leg mal einfach die Hand so, wie sie gebaut ist, hin, so von wie die Natur das gemacht hat, okay? Mhm. Jetzt ist der schon an der richtigen Stelle und der schon an der richtigen Stelle. Okay. Der einzige, den du bitte ein bisschen da liegt, ist der. Nicht die schwarze, sondern die weiße. Die, so, okay. Und wenn du jetzt einfach von links nach rechts, vom Daumen zum kleinen einen nach dem anderen spielst. Ah. Und den spielst du dreimal. Okay. Genau, und jetzt spielst du den einen ein bisschen länger, den anderen ein bisschen länger, ein bisschen kürzer. Okay. Oh, weißt du noch? Genau. So? Jawohl, das heißt richtig. Und welchen jetzt länger? Du fängst mit dem etwas längeren an, zweite etwas kürzer, dritte etwas länger, vierte etwas kürzer und dann die drei. Oh Gott. Ergebnis ist dann. Ach so. Ah, okay. Nein. Moment. Okay. Wunderbar. Und jetzt hast du den Anfang von der Moldau gespielt. Das ist ja cool. Ja, so, also
Sagen wir nicht, es ist ganz einfach. Das stimmt. Nein, das nicht. Ne? Musikinstrument beherrschen verlangt viel, verlangt Training, ist nicht so ganz einfach. Aber für jemanden, der einfach nur Freude dran haben will, selber mal zu erleben, wie es ist, einen Ton zu machen, diese Schritte, die kann man ganz schnell machen. Und dann ist es eigentlich überhaupt nicht weiter schlimm mit Platten, die man gerne hört. So, ha, und das kenne ich und da spiele ich mal mit. Mhm. Oder so. Ja, das geht. Ist richtig cool. Also Moldau, was noch? Was noch? Naja, also jetzt so direkt Stücke nicht mehr, aber was ich auch ganz toll fand, war diese russische Seele, die Konzertnacht mit der russischen Musik. Ja? Also richtig cool mit diesem, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, dieses Tempo, was die immer haben. Aha. Und also das fand ich ganz, also ja? erstaunlich wirklich. Weil, also meinst du jetzt mehr so die schnelleren, ja, genau, groovigen Sachen? Was halt die beiden oder wie viele da auch da waren gesungen haben, oder ja? mit dieser Balalaika oder ja, so, ja. Das war richtig cool. Ja, okay. Auch mitunter. Gut. Und puh, was denn noch? Hast du irgendwo Vorlieben für Instrumente entwickelt? Geige. Geige, wunderbar. Ja, ich habe mich total in die Geige verknallt. Oder Aha. allgemein Streichinstrumente, finde ja? ich ganz toll. Super schöner Sound. Ja, absolut. Genau. Hast du irgendwie Ahnung gekriegt oder die Idee davon, selber was lernen zu wollen? Ich wollte schon immer mal Geige lernen. Also das wollte ich immer machen und auch mit jedem, mit dem ich mich unterhalte, oder so, nein, oh Gott, das muss man doch anfangen, wenn man so 5 oder 6 ja. Jahre alt ist und so. Aber stimmt nicht. Ich will ja auch nicht im Orchester spielen. Genau, ich möchte so es ja für das. Mich lernen, ja. und so, das habe ich mir schon vorgenommen. Ja, und das hat sich jetzt in dem Jahr auch noch mehr ausgebildet, dass ich das auf jeden Fall lernen möchte. Perfekt. Ein Tipp, ja. den ich dir geben würde, ist einfach, vermeide es nie, Begegnungen mit dem Klavier zu haben. Okay. Weil auch das Klavier, wenn du dieses System hier verstehst, von diesen 12 verschiedenen Tasten, mhm. was man relativ schnell durchschaut, ja, ist nicht das so hilft so ungemein nachher, schneller auf der Geige klarzukommen. Ja? Weil man hier ein optisches System hat, was man auf der Geige nicht hat. Okay. Aber jetzt lass uns zusammen noch ein bisschen Musik machen hier mit Bird Lines. Ja. Okay? Ich mach das Ding einfach mal an und dann zeige ich dir, mit welchen 2 Tasten du das ganze Lied mitspielen kannst. Okay, es wird dabei gut. ankommen auf die Zahl 4. 2 Finger und entsprechend gute Laune, aber das ist bei dem Lied ja nun wirklich nicht so schwer. Ja, finde ich auch. Ja. Hör mal auf das, was die Bässe da machen, so unten in der Begleitung. Hey, hey, hey. Ja. Der Ton, der da jetzt unten gerade spielt, mal linke Aha. Hand, Zeigefinger, ja. rechte Hand, Zeigefinger. Rechte Hand spielt diesen Ton. Mhm. Linke Hand spielt diesen. Okay. Und versuch mal einfach zu hören, wo der hohe kommt, wo der tiefe kommt. Wenn du es gefunden hast, jeder kommt genau 4-mal. Genau. Kann man gut hören, wo der Wechsel kommt, ne? Ich spiele jetzt mal mit der rechten Hand dazu, wenn er sein La-Na-Na macht dazu. Und für diejenigen, die dann einfach das Gefühl haben, dass ihnen das zu einfach ist, kann man dann, wenn der Wechsel vom Hohen zum Tiefen kommt, beim 4. Mal mit dem rechten Zeigefinger Folgendes machen. Das hin? Ich versuch's mal. Probier mal. Oh. Ja. Oh, war die falsche? Mich erwischt? Nein. Aber nicht so schlimm. Ist nicht so kompliziert, ne? Nee, aber. Wunderbar. Okay. Super. Cool. Aber irgendwie gleich, und man spürt, dass das, was man braucht, um zur richtigen Zeit zu drücken, ist einfach so wie du. Du hast plötzlich angefangen mitzugrooven. Ja. Dann ist der Körper da schon drin und man macht weiter nichts, als an der Stelle, wo man das Gefühl hat, hier passt's, drückt man eine Taste. Genau. Ja, Nicola, super. Was machst du jetzt als nächstes? Ich gehe zurück nach Bayern, nach Ingolstadt und fange da eine Ausbildung zur Dolmetscherin an. Dolmetscherin, welche Sprachen? Bayerisch, Deutsch? Ja, nein, das kann ich ja schon. Nicht so wirklich, nee, aber Englisch und Russisch. Englisch und Russisch? Ja, Russisch hat sich jetzt auch so übers Jahr entwickelt. Aha. Also, na wunderbar. Also, dann mal gucken, ja. Was wir dann, ja? Es ist auf Russisch, tschüss. Okay, ja, ich kann noch gar nichts, also es geht von okay, null an. Dann ja. Tschüss. Tschüss. Danke, dass du Servus, da warst und sowas. Alles Gute. Dankeschön. Ja, und für euch, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.